Hallo und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es ein super einfaches Nudelgericht. Das ist ein One-Pot-Gericht, also es wird alles in einem Topf gemacht. Und ich hoffe, es wird euch gefallen, denn heutzutage haben wir, glaube ich, alle relativ viele Nudeln zu Hause. Und da will man auch eine Vielfalt an Nudelgerichten. Also ich fange jetzt mal an. Ich hoffe, es gefällt euch. Unsere Zutaten sind ungefähr 300 Gramm Nudeln, 350 Gramm Hackfleisch, ein Esslöffel, ein gehäufter Esslöffel Tomatenmark, ein gehäufter Esslöffel Butter, ein Brühwürfel, eine Knoblauchzehe, die gehackt oder gerieben ist, 300 Gramm griechischer Joghurt, etwas Salz, Öl und ich habe jetzt hier 1 Liter Wasser vorbereitet. Es könnte aber ein bisschen mehr werden. Gucken wir mal und zum Schluss sage ich, wie viel Wasser ich benutzt habe. Dann habe ich noch Chiliflocken, die werden ganz zum Schluss benutzt. Und Sumach und getrocknete Minze werde ich benutzen. Falls ihr das nicht findet, nehmt ihr einfach ein bisschen Petersilie und Chiliflocken. Aber dazu sage ich später noch mehr. Also fangen wir mal an. Als erstes werde ich das Hack anbraten. Dafür nehme ich die 300 Gramm Hackfleisch. 350 Gramm und circa 2 Esslöffel Olivenöl. Und brate jetzt erstmal das Hackfleisch an. Wenn das Hack richtig schön angebraten ist, kommt die Tomatenmark dazu. Das Hackfleisch ist jetzt fertig. Das tue ich jetzt erstmal in eine kleine Schüssel und beiseite. Als nächstes schmelze ich den einen Esslöffel, den guten gehäuften Esslöffel Butter. Und in diese Butter kommen jetzt unsere trockenen Nudeln rein. Die Nudeln werden jetzt in der Butter ein bisschen angeröstet, bis sie Farbe annehmen. Die Nudeln nehmen schon leicht Farbe an. Wenn die Nudeln die gewünschte Farbe angenommen haben, tun wir das Hackfleisch dazu. Und rühren es auch nochmal zusammen um. Jetzt kommt nur noch der Brühwürfel und das Wasser hinzu und dann lassen wir es bei geringer Hitze köcheln, bis die Nudeln gar sind. So, ich habe jetzt nicht ganz 1 Liter reingetan. Ich habe hier noch circa 200 Milliliter übrig. Also ich würde sagen, jetzt erstmal 800 Milliliter Wasser dazu und ich gucke aber mal im Laufe der Garzeit, ob die Nudeln noch Wasser benötigen. Aber ich glaube, 800 Milliliter reichen aus in diesem Falle. Die Nudeln kochen jetzt auf. Und wenn sie einmal richtig kochen, dann werde ich sie klein schalten und den Deckel halb zumachen. Man muss es im Auge behalten, damit sie nicht überkochen. Und dann bei der geringsten Hitze, circa 10 bis 15 Minuten würde ich sagen. Oder je nachdem, welche Art Nudeln, welche Sorte Nudeln ihr ausgesucht habt, dann mal gucken, wann die Nudeln gar sind.
Ich rühre ein bisschen um, damit der Brühwürfel die Gelegenheit hat, sich gut aufzulösen und sich zu verteilen, damit er sich nicht an einer Stelle sammelt. So. Okay, jetzt Deckel zu und kleinschalten. Währenddessen bereite ich den Joghurt vor. Ich habe hier 300 Gramm griechischen Joghurt, der ist auch schon super cremig. Dazu kommt jetzt ungefähr eine Knoblauchzehe gehackter Knoblauch oder gerieben oder wie ihr es gerne mögt. Ihr könnt natürlich auch Knoblauchpulver benutzen und so circa ein halber Teelöffel, je nach Geschmack, wie ihr es mögt, Salz. Und das wird gut umgerührt und dann ist die Joghurtsoße auch schon fertig. Für das Chiliöl erhitze ich einfach nur Olivenöl. Ich nehme jetzt mal 2 Esslöffel. Ihr könnt das übrigens auch auf Vorrat machen und in einem Glas verstauen. Da passiert nichts und dann habt ihr immer Chiliöl zur Hand. So, ich habe jetzt 2 Esslöffel Öl genommen und ein gestrichener Teelöffel Chiliflocken. Das muss auch nicht lange brutzeln, nur ein bisschen, damit das Öl die Farbe annimmt und so ein bisschen die Schärfe abgibt, damit die Chiliflocken ihre Schärfe abgeben. So wirklich nur ein paar Sekunden. Und das ist jetzt auch, jetzt mache ich auch schon aus. Das wird ganz zum Schluss über die Nudeln geträufelt. Das kann ich jetzt beiseite tun. Die Nudeln sind jetzt ungefähr bissfest. Al dente, vielleicht sogar noch nicht mal ganz al dente. Und hier ist auch noch ein bisschen Flüssigkeit, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt den Herd ausgeschaltet. Ich werde jetzt den Deckel rauf tun und lasse die Nudeln jetzt einfach noch 10 Minuten so stehen. So, währenddessen möchte ich euch etwas über die Gewürze sagen. Ich werde, wie gesagt, getrocknete Minze und Sumach verwenden. Getrocknete Minze und Sumach, beides findet ihr mittlerweile überall. Sonst müsst ihr mal in internationale Supermärkte gehen. Da ist es in der Gewürzeabteilung auf jeden Fall zu finden. Wir haben immer Minze auf Vorrat, weil wir das sehr viel benutzen. Und Sumach kann man auch wunderbar zu Salaten verwenden. Das ist, wenn ich mich nicht irre, Essigbaumpflanze oder so heißt das. Ich weiß nicht genau, ich werde nochmal nachschauen. Auf jeden Fall, falls ihr die nicht finden solltet, werde ich die unten auch nochmal verlinken. Dann könnt ihr die online auch bestellen. So, die Nudeln sind jetzt fertig. Ich zeige euch das gerade nochmal. Wir haben das ganze Wasser eingezogen und sind richtig schön gut durchgegart und perfekt zum Servieren. So, ich möchte es jetzt auch mal schön anrichten. Da kommt jetzt ein bisschen Chiliöl drüber. Essen ist fertig. Probiert diese Art Nudeln zu machen unbedingt mal aus. Es ist zwar ein bisschen anders, aber es schmeckt total lecker. Durch den Joghurt hat es einen frischen Touch und Sumach ist so ein bisschen säuerlich. Das gibt auch noch mal so eine gewisse Würzung. Es ist total lecker. Probiert es unbedingt mal aus. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wenn ja, dann freue ich mich über einen Daumen hoch. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und tschüss, bis zum nächsten Mal. Hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.